geladen, Moscone Sound Up News 04, 03 ist ausgefallen. Gleich vorweg, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, unsere Logistik um Benedikt und Alex funktioniert hervorragend, trotz sehr, sehr hoher Nachfrage. Haben wir so ziemlich alles lieferbar. Wir können Premium-Soundsysteme für eure Fahrzeuge liefern. Unser Lagerbestand ist zu 95% alles lieferbar. Trotz einer katastrophalen Weltmarktsituation, was Teile und Logistik angeht. Und da sind wir auch bei der schlechten Nachricht. Wir hatten eigentlich viel mehr geplant im März, April. Die Neuheiten stecken teilweise noch ein bisschen in der Pipeline und kommen nicht so in dem Tempo, nicht zu dem Termin rein, wie wir uns das gewünscht haben. Gut, daher war der März-Newsletter ausgefallen. Jetzt haben wir den April-Newsletter und ein echtes Highlight dabei. Alleine für diese eine Endstufe hätte sich schon ein Newsletter gelohnt. Und dann machen wir ein bisschen Tesla-Spezial draus. Gerade Model 3, Model Y ist spannend geworden, was Elon Musk sich da hat einfallen lassen. Folgt mir, wenn ihr mehr wissen wollt, in diesem kurzen Video. Filippo Cania hat wieder zugeschlagen. Filippo Cania, der einem oder anderen sagt vielleicht was, ist unser Chefentwickler Analog-Elektronik, unter anderem verantwortlich für Masterstroke, für die A-Class, für all unsere Endstufen. Aber die Highlights sind so die in den letzten Jahren Masterstroke, A-Class, unsere Zero-Line. Ja, Filippo hat wieder zugeschlagen, hat einen neuen Verstärker gebracht aus der Pro-Serie, die Pro 430. Und hat sich dabei selber übertroffen. Man kann es nicht anders sagen. Zunächst mal ist das ein Vierkanalverstärker mit 4x170 Watt RMS. Ausgangsleistung ist brückbar, 720 Watt, 2x720 Watt. Ordentlich gebaut, wie man das von der Pro-Serie kennt. Das Highlight bei dieser Endstufe ist, die ersten 30 Watt werden im Class-A-Betrieb abgerufen. Und damit macht die so einen Hammer geilen Hochton, Mitteltonbereich, Stimmbereich, eine Räumlichkeit, das ist unvorstellbar. In meinen Augen der beste Verstärker, den Filippo bisher gebaut hat. Woran liegt das, dass Class A so im Vorteil ist? Class A ist eigentlich eine uralte Technologie, deswegen auch hier mein bisschen aus der Zeit gefallenes Kellerkino heute mal zum Präsentieren. Class A ist auch eigentlich aus der Zeit gefallen. Das waren so die alten Kino-Endstufen, die ersten Transistor-Endstufen in den 50er, 60er Jahren liefen im Class-A-Betrieb. Class-A ist nicht sonderlich sparsam mit dem Strom, mit der Leistungsaufnahme. Die wollen gefüttert werden. Haben im Gegenzug den Vorteil, dadurch, dass beide Endtransistoren, positiv und negativ, immer offen sind, immer leitend sind und die beiden Endtransistoren im Prinzip gegeneinander arbeiten und sich nur der Nullpunkt zwischen den Transistoren verschiebt, aber es immer leitende Transistoren gibt, entfällt bei Class A Endstufen die Problematik, dass im Kleinsignalbereich, da wo der Transistor oder das MOSFET gerade im Moment erst leitend wird, die ersten 0,7 Volt, da ist ein Transistor extrem unlinear und das wird im Class-A-Betrieb umgangen. Von daher perfektes Übertragungsverhalten, ideales Kleinsignalverhalten, geringste Verzerrungen und Luft und Raum, das ist ein Träumchen. Nachteil bei Class-A, wie gesagt, Stromaufnahme. Die Endstufe ist komplett gegen den Trend, immer kleiner, kompakter, darf nicht mehr warm werden. Nein, wir haben gesagt, mal wieder eine richtige Endstufe. Die zieht 7,5 Ampere Ruhestrom. Okay. Gegen den Trend halt. Ist relativ groß. Die gleiche Leistung gibt es auch kompakter. Aber nicht in dieser Advanced AB-Technologie, die klanglich ganz weit vorne ist. Und ähnlich klanglich ganz weit vorne ist heute noch die alten Kino-Endstufen aus den 60er, 70er Jahren, die im Class-A-Betrieb laufen.
die, um ein Kino zu beschallen, ein halbes Kraftwerk brauchen. Das haben wir hier umgangen, indem wir gesagt haben, oder Filippo hat gesagt, die ersten 30 Watt für den Hochton, für den Mittelton, für den Tiefmittelton, auch bei ordentlich Pegel im Class-A-Betrieb. Und wenn David Gilmour mal richtig in die Tasten greift und die Dynamik ist gefragt und die Kraft ist gefragt und die Kontrolle ist gefragt, dann geht es schleichend über in den AB-Betrieb. Merkt man nichts von, das ist ein schleichender Übergang. Die Vorspannung wird dann halt überschritten und die Endstufen, die Endtransistoren laufen im AB-Betrieb weiter bis 170 Watt oder halt 720 Watt gedrückt. Fantastische Technologie gibt es meines Wissens nach in dieser Form. Es ist weltweit einzigartig. Ab Mitte Mai beim Händler. Wir sind auch betroffen von Teileknappheit und Bauteilemarkt. Zunächst limitierte Auflage. Wir versuchen so schnell wie möglich nachzuproduzieren. Aber wie gesagt, ab Mitte Mai bei eurem Händler solltet ihr euch geben, solltet ihr euch mal anhören, ist wirklich fantastisch. So, ein neuer Subwoofer, ein neues Subwoofer-Gehäuse, was natürlich auch bestückt von uns kommt, für Tesla Model Y und Model 3 in die Mulde im Kofferraum unterhalb der Abdeckung. Ein geschlossenes Gehäuse, made in Germany, angepasst an die Kontur der Kofferraummulde. Es wird reingelegt, es sitzt fest, es ist stramm, es klappert nicht, es rutscht nicht. Perfekt, wie dafür gemacht. Das ist mir unbegreiflich bei diesem Platz, der da unten in der Mulde ist. Ich meine, wir sind mal angetreten, um HiFi im Auto zu machen. Warum immer mehr Hersteller kommen und da irgendwelche Plastikdosen für hinter die Verkleidung mit einem 16 oder 20er Chassis in einer Spritzplastikdose. Das ist OEM-Qualität, auch von dem, was da rauskommt. Dafür sind wir nicht angetreten, HiFi zu machen. Also haben wir gesagt, wir machen ein echtes Gehäuse, geschlossenes Gehäuse. Ich weiß es nicht genau, ich müsste nachgucken, ich schreibe es noch in die Kommentare. Um die 20 Liter Volumen für ein ordentliches 10 Zoll Chassis. Kann als Terminal bestückt werden mit einem normalen Klemmterminal oder auch mit unserem ATM-Modul. Dann wird der Subwoofer zum Aktiv-Subwoofer mit 200 Watt RMS. Passt genau in die Mulde rein, Model 3, Model Y. Passt aber mit Sicherheit auch bei vielen anderen Fahrzeugen, wo diese Mulde groß genug ist, kann man diesen Subwoofer nehmen. Wie gesagt, ein bisschen trapezförmig nach unten zulaufend, damit perfekt gemacht für diese geräumigen Mulden im Kofferraum. Dann auch für Tesla und damit sind wir dann endlich komplett und haben für alle Fahrzeuge Model X, Model S, Model Y und Model 3 in allen Ausstattungsvarianten ab Werk, also egal ob Standard Stereo oder Premium HiFi System, passende Plug-and-Play Kabelbäume mit den originalen Tesla-Steckern an der MCU auf Mosconi Pico-Verstärker und zurück die Einspeisung ins Fahrzeug. Alles Plug and Play und funktioniert ohne irgendein Kabel im Fahrzeug zerstören zu müssen. An der Stelle ein deutlicher Warnhinweis, wie gesagt, bisschen Technik. Spezial, Tesla Spezial. Tesla Model 3, Model Y wird in Deutschland produziert, wird in China produziert. Die chinesischen Modelle haben angefangen damit und mittlerweile sind auch die ersten anderweitig produzierten Modelle und auch die deutschen Modelle betroffen. Tesla hat die Technik geändert. Früher war die MCU, der Hauptcomputer, Intel basiert und wir hatten eine ganz normale 14,4 Volt Bordspannung. Mittlerweile hat Tesla den Schritt gemacht. Die Bordspannung ist jetzt auf 18 Volt hoch. Die MCU, der Main Computer, ist jetzt AMD bestückt. Der Stecker ist identisch,
aber das Pinning ist unterschiedlich. Also, das ist ein Plug-and-Play-Kabelbaum. Das heißt aber nicht, dass jeder Laie in seinem Auto irgendwas zusammenstecken kann und sich darauf verlassen kann, dass es funktioniert und nichts kaputt geht. A muss die Endstufe 18 Volt können. Wir haben mittlerweile die Pico-Serie 18 Volt im Zulauf. Dauert nicht mehr lange, dann haben wir auch speziell für diese Fahrzeuge passende Endstufen, die bei 18 Volt die maximale Leistung bringen. B, immer vor einem Einbau Bordspannung kontrollieren, damit weiß man, welche MCU verbaut ist. 14 Volt Bordspannung, alter Intel MCU, 18 Volt Bordspannung, neue AMD MCU. Und dann sicher sein, dass der Fachhändler oder mit dieser Information zum Fachhändler, damit man auch den richtigen Kabelsatz bekommt. Oder wenn euch das zu heiß ist, kann ich verstehen bei Tesla, weil es gibt keinen optischen Unterschied. Man kann es wirklich nur durch Messen herausbekommen. Wenn euch das zu unsicher ist, lasst es beim Fachhändler machen. Ist wirklich besser. Nur euer Fachhändler macht es jetzt für alle Fahrzeuge mit Plug-and-Play-Adapterkabelsätzen. Wir haben sie für alle Teslas. Ja, das war's auch schon. Gerade bei den Tesla-Geschichten darf ich euch ans Herz legen, nochmal unsere SoundUp-Exe, unsere kleine App, wo ihr sämtliche Kabel, Zubehör, alle Plug-and-Play, alle Komponenten, die passgenau sind für euer Fahrzeug, heraussuchen könnt. Da mache ich dieser Tage nochmal ein spezielles Video zu, wie diese App zu bedienen ist. Das Ganze ist verknüpft mit einer Online-Datenbank, wird täglich, wöchentlich erweitert und immer auf dem neuesten Stand gehalten. Und jetzt gerade dieses Beispiel Tesla hat gezeigt, es wird schon anspruchsvoll, immer die richtigen Kabelsätze und die richtigen Adapter und die richtigen Interfaces rauszusuchen. Wir helfen euch dabei, A, persönlich über den Support, B, mit der SoundUp-Exe, wo in der Datenbank alles hinterlegt ist. Dieser Tage mehr dazu. In diesem Sinne, die Messe Salzburg steht vor der Tür. Wir sehen uns dann mit dem Newsletter in etwa 4 bis 5 Wochen wieder. Und dann haben wir hoffentlich viele, viele von den Dingen, die wir geplant haben, dann auch am Lager liegen. Bis dahin, mach's gut, ciao.